Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. Na, mal sehen, vielleicht ist das jetzt der finale Part, auf den wir jetzt hier so lange warten. Aktiviere deine Versorgung. Nutze deine verbesserten Versorgungsfähigkeiten und stelle einen Gegenstand her, der Strom oder Wasser benötigt. Was könnte Strom oder Wasser benötigen? Ey, jetzt mal ganz ehrlich. So ein bisschen überfragt gerade. Oh, shit. Und eine Zombie-Bedrohung haben wir auch. Ich hoffe, das wird jetzt nicht übertrieben krass. Auch auf den letzten Metern hier. Oh, shit, ey. Wieder da hinten, da ist wieder ordentlich was los. Aber eine Minute Bedrohung. Ja. Ja, damit werden wir fertig. Scheiße, die kommen jetzt alle. Freunde, hier spielt die Musik. Don't breathe that shit! I need to finish that one. Is it over? Not over yet, is it? Too bad you don't know how impressive that was. Ja, wir kriegen hier ordentlich Gesellschaft. Ja, alles lenkbar. We made it. Nice work, people. So, dann haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe. Status ist stabil. So, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas herstellen. Strom oder Wasser benötigt. Was könnte das sein? Strom. Hier, das braucht Strom. Munition haben wir noch. This place is really starting to come together. Okay. So, was kommt denn als nächstes? Leute, ich habe mir auch was überlegt, wie es jetzt auch in Zukunft eventuell weitergehen könnte. Wie gesagt, könnte. Ich stehe nämlich auch auf Outdoor. Und ich habe mir überlegt, vielleicht eventuell einen zweiten Kanal aufzumachen. Und ja, so ein paar Outdoor-Geschichten mit euch zu teilen, wenn ihr darauf Bock habt. Das alles... ist alles noch, das ist alles noch Zukunftsmusik. Das muss ich gleich mal hinterher schieben. Alleine schon, ich habe einen Fulltime-Job, also 40 Stunden. Und gut, das alleine jetzt würde mich jetzt nicht abschrecken. Ich habe auch manchmal auch diverse Tage eben auch frei, auch mehrere Tage am Stück manchmal. Und dass man da irgendwie was in die Richtung macht, das würde mich auf jeden Fall reizen, Leute. Hätte ich auf jeden Fall Bock zu. Ne? Und immer unter dem Vorbehalt, ich mache das alles nicht, ja, um irgendwie berühmt zu werden oder ich mache das einfach just for fun. Das wird auf keinen Fall, das wird auf keinen Fall professionell werden. Also da gibt's Leute, die haben bedeutend mehr auf dem Kasten und zeigen das dann eben entsprechend auch. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, ich habe das schon mal gemacht. Das schon mal gemacht. Nur hab das halt nicht aufgenommen. Das ist aber schon ein paar Tage her, wo ihr merkt. Auch mal mit Freunden zusammen draußen pennen. Damit meine ich jetzt nicht nur im Sommer, sondern eben auch in den kühleren Monaten, beziehungsweise auch mal im Winter. Also, wie gesagt, ich besitze eigentlich alles, was man dazu braucht. Ja.
so ein 3x3 Meter. Hey, jetzt Tarp hab ich. Paracord hab ich. Survival Outdoor Messer hab ich. Feuerstahl hab ich. Ich weiß, wie man Feuer macht. Also, ja. Das, wie gesagt, das wird keine große Sache denn werden, ne? Ja. Wie gesagt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich konzentriere mich jetzt erstmal hier drauf. Oh, Alter. Ich konzentriere mich jetzt erstmal hier drauf. Das ist ja hier auch nicht professionell. Nicht wirklich. Die Leute sind tausendmal besser als ich. Ja. Ich könnte auch wetten, es gibt doch Leute, die tausendmal schlechter sind. Aber ich will mich ja auch hier mit niemandem messen oder irgendwie anlegen. Das gleiche gilt dann auch, sollte ich diesen Kanal aufmachen. Gleich mal vorab gesagt, ich möchte mich mit niemandem duellieren oder wer hat jetzt hier die bessere Ausrüstung, wer hat die besseren Skills oder keine Ahnung was. Nein. Nee, möchte ich einfach nicht. Ich möchte das denn, wenn denn, dann möchte ich das für mich alleine machen. Na? Oder beziehungsweise, wenn jemand von euch Lust und Laune hat, da vielleicht eventuell mitzumachen. Wie gesagt, bei mir sind die Leute gerne, also sind herzlich willkommen. Na? Zu zweit, zu dritt von mir aus. Vielleicht lernt man auch das ein oder andere. Kann ja auch nicht schaden. Und ja, wir werden sehen. Was hier kommt. Hier ist aber auch was. Scheiße. Herrgott, noch eins. Das alles vor unserer Base. So. Wäre ich aber schon froh und glücklich. Da ist auch eine feindliche Enklave. Schwindler. Alles klar, Leute. Da weiß man eigentlich schon Bescheid. Wir haben jetzt... wir haben sowieso hier nichts Großartiges. Erstmal nicht. Looten wir halt. Kann ja auch nicht schaden. Bin ich gespannt, wie lange das jetzt hier noch dauert. Wie gesagt, diese Anführer-Quests, die kommen hier so peu à peu reingekleckert. Kommen nicht in einem Ruck. Zumindest nicht, was Baumeister angeht. Boah, diese scheiß Geräusche von Tobsüchtigen, ey. Furchtbar. Bisschen Kram kann man hier auf jeden Fall noch looten. Zusammen sind wir stark. Oh. Ja. Das ist auch mein Motto. Wie gesagt, man kann auf Lonely Wolf machen. Klar, sicherlich. Aber zu zweit, zu dritt oder generell mit mehreren Mann ist man definitiv besser dran. Da kann mir einer sagen, was er will. So. Steig runter hier. Komm runter. So was Dämliches, ey. I have to rest. Will doch nur an das Seuchenherz ran, verdammte Axt. Menschenskinder. Aber merkt's auf jeden Fall, die Seuchenherzen, die sind alle geklärt. Na, trotz alledem ist das hier kein Zuckerschrecken. Baue eine Kaserne. Wir sollen eine Kaserne bauen. Das heißt, den Auffangraum, den wir uns hier gebaut haben, den können wir ganz getrost wieder abreißen. Nice, ne? Oder? Na, wir werden sehen. Wir kommen erstmal an und dann werden wir uns erstmal einen Überblick verschaffen über die Geschichte. Heute, mir tropft gerade so ein bisschen der Zahn. Ich habe einen großen Pot Gulasch angesetzt. Ja. Frau hat sich Gulasch gewünscht und Frau bekommt auch Gulasch.
ist wieder das Gute. Für mich ist Kochen keine Bestrafung. Das mache ich wirklich gerne. Und freu mich jedes Mal, wenn es demjenigen auch schmeckt. So. Wir sollen eine Kaserne bauen. Ja, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ich glaube, wir müssen das hier abreißen. Ja. Ich glaube, hier können wir nichts. Überdachte Betten. Nee, das wird nicht funktionieren. Wir müssen tatsächlich, das müssen wir wieder abreißen. Wir müssen wirklich hier, genau, diese Kaserne bauen. We're gonna keep people happy. Everyone needs a place to sleep. Warte, bis der Bau der Kaserne fertiggestellt ist. Na toll. Hätten wir mal gleich die Kaserne hier gebaut. Habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Ich glaube, da wird auch noch ein... In dem Sinne wird auch noch ein nächster Part, glaube ich, kommen. Weil wenn wir jetzt wirklich eine halbe Stunde jetzt warten müssen, bis das Ding fertig ist... Ach, Leute, nee. Ich glaube, das erspare ich euch ein bisschen, ey. Ich glaube, wenn das denn fertig ist, glaube, dann werde ich wieder reinkommen ins Game. Schwierig jetzt gerade so ein bisschen. Ansonsten, hier gibt es ja auch noch ein bisschen was zu looten. So ist der nun nicht. Da waren wir drin. Hier gibt es auch noch Medikamente zu holen. Hier würden wir sogar noch eventuell noch Baumaterialien rauskriegen. Pumpstation. Mhm. Ach ja, genau, stimmt. Ja, das war ja die hier. Mhm. Ja, ich fahre da jetzt noch mal runter. Ich glaube, das wird Nacht. Ich glaube, bis wir so fertig sind mit dem Ganzen, dann ist es Nacht. Ich glaube, das werde ich jetzt auch nochmal machen. Gucken, wo man noch eventuell noch was looten kann. Ich werde jetzt hier nicht alles aufnehmen, also nicht die ganze halbe Stunde. Das erspare ich euch jetzt mal ein bisschen. Aber wir müssen ja jetzt warten. Wir können jetzt ja eigentlich im Grunde genommen eh nichts Großartiges machen. Außer hier hin und her fahren. Eventuell noch die Reste looten. Ja, das war's. Das war's an der Stelle. Ich weiß schon, was als nächstes kommt. Aber wie gesagt, Spoiler-Alarm, das werde ich nicht erzählen. Da müsst ihr schon dranbleiben. Was heißt müsst? Ihr könnt natürlich, ne? Müssen tut hier keiner was. Also jedenfalls nicht bei mir. Definitiv nicht. So. Alter, das sieht hier aus, ey. Hier. Oh shit. Mensch, ey. Dass das hier nicht zum Infektionsherd geworden ist, wundert mich nun. Wundert mich ja fast ein bisschen. Alter, was für eine Kampfmaschine, ey. Runter mit darüber, ey. Das nehmen wir uns auch. Ja, Verbände sind nie verkehrt. So, ich hoffe mal, das klappt alles. Dass wir jetzt hier noch irgendwie sterben. Was ich nicht hoffe. Ich glaube, das ist auch unser einziger Baumeister, den wir haben. Nicht, dass wir uns hier noch irgendwie ranzüchten müssen. Auf
den letzten Metern. Me? Oh, you shouldn't have. Wir müssen auf jeden Fall das nächste Mal beim nächsten Projekt auf jeden Fall gründlicher sein. Weil hier gibt's noch echt viel Zeug. Hier gibt's noch echt viel Zeug zu looten. Wenn man ganz genau ist und ich weiß, ich hab's die letzten Mal ich hab's die letzten Male eigentlich auch gesagt, dass wir mitunter auch den Fokus mal auf die Häuser legen. Ich meine, wir haben hier schon zig Häuser abgelootet, klar. Na, aber die Tendenz ist immer da, immer lieber in Lagerhallen oder hier so Farm, hier so eine Scheune reinzulaufen oder in Geschäfte oder halt. Na? Ich meine, so Häuser und alles, das bleibt komplett auf der Strecke. Ein Stück weit. Hier sind auch noch Geschäfte und alles. Aber in einem Nagelstudio, Herrgott, noch eins. Ich meine, was willst du als Kerl in einem Nagelstudio? Das verrat mir mal, ey, ohne Mist. So. Gut, Leute. Ich würde den Part an der Stelle gerne beenden wollen. Wie gesagt, wenn die Geschichte hier mit dem Bau der Kaserne abgeschlossen ist, dann schalte ich mich einfach wieder ein. Und dann ist gut, weil das dauert sonst noch ewig und drei Tage, bis wir hier durch sind. Gut, Leute, bis dahin.